Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Among the Sleep. DLC! Wir starten eine neue Geschichte. Fortschritt löschen. Nee, warte, dann wäre Dings Kapitelauswahl. So. Prolog heißt das Ganze nämlich. Und das spielen wir jetzt mal. Der DLC kam letzte Woche vor Weihnachten, die Woche, es war vor 2 Wochen, kam es, meine ich, raus. Und ich habe es Weihnachten schon runtergeladen. Ich habe es leider auch schon gespielt. Allerdings blieb ständig die Aufnahme hängen. Ich hoffe, dass es jetzt geklärt ist. Ich hoffe es sogar sehr. Also ich muss mir die Nase kratzen. Natürlich bin ich perfekt geschminkt und das bringt natürlich überhaupt nichts. So, genau wie im Hauptspiel muss ich die Steuerung erstmal auf zurücksetzen, weil er den Controller nämlich erkennt. Das wollen wir nicht. Ich möchte ganz gerne mit Tastatur und Maus spielen. So, legen wir mal los. Das Fenster aufgelassen. Ach, guck mal, es bewegt sich. Okay, wir spielen unsere geliebte Ursula. Und das ist nicht unser Zimmer. Also nicht das Zimmer, was wir im ersten Teil hatten, beziehungsweise halt in der Hauptstory. Cold. So cold. Mir wäre auch kalt, wenn ich hier in dem Schnee rumsitzen würde. Oh, das kann ich dann nicht an, aber es blinkt, okay. Mache ich mal das Fenster zu am besten. Ursula? Ursula? Könntest du? Wieso haben die einen Teppich auf dem Tisch liegen? Fenster zu, Schnee schmilzt. Denn. Please. More warm. More happy. Oh, das ist so süß. Okay, machen wir es hier warm. Safe. Thank you. Monster don't like happy. So, dich nehmen wir mit. Leider haben wir unseren geliebten Teddy nicht dabei, sondern The others? Hiding? Oh, scared. Please, help them. Das ist ziemlich, also diese Stimme ist ziemlich krass, finde ich. Also hier ist nichts, also ich habe, wie gesagt, ich hab das Spiel schon gespielt und ich kann ja halt genauso wie damals alles hier kaputt machen. Way, Flugzeug. Allerdings halt das alles so ein bisschen. Das ist nicht so wie im ersten Teil gewesen. Im Schrank ist auch nichts. Wir müssen also nicht nach Narnia. Wir müssen einfach. Was war das denn für ein Glitch, bitte gerade? Ach du Scheiße. Mann, switch die da hin. So, Licht wollen wir nicht ausmachen, wir wollen die Tür aufmachen. Jetzt habe ich Gänsehaut, obwohl ich das Spiel schon in- und auswendig kenne. Ich habe es nur lauter als beim ersten Mal, vielleicht liegt es daran. Schrank. Hier leuchtet Licht. Hier leuchtet Licht. Mama? Das Kind lacht schon wieder, ey. Das ist echt furchtbar. Wenn das Kind lacht, mag ich es überhaupt nicht. So. Bett. Oh. Man hat hier wohl mal zu zweit drin geschlafen. Sieht man sehr gut, dass das Kissen nicht mittig liegt. Wer der Single ist und sein Bett nicht teilen muss, der hat das Kissen in der Mitte liegen und macht sich komplett breit. Ich spreche da aus Erfahrung. So. Schaukel. Aber oh, wir können nicht schaukeln wie beim letzten Mal. Das geht nicht. So, Schränke meint. Oh, Boah. Ben! Mann! Ich wusste, dass das kommt und ich erschrecke mich.
Fail! So, hier können wir nicht durch, weil wir kommen da nicht... nicht dran. Ey Leute, guckt mal. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ah, die sitzt da. Ich bin da doch immer... Mama. Mama. Boah, ich hab Gänsehaut, ne? Warte, da ist das nächste. Von ihren Zäpfchen und ah, oh, es ist zu leise. So, ich nehme sie auch mit. Speichert. Ne? Ihr kennt euch, könnt euch schon alle an die Szene erinnern mit dem Bett. Ich gehe da nicht weiter. Nein. Mensch. Oh, 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 oh. Erstmal lacht das. Das Kind schon wieder so ekelhaft. Und dann glitscht der Schatten hier fest. Ich gehe einfach mal dran vorbei. Hier ist auch nichts. Durch das Fenster brauchen wir. Achso, das kann ich euch aber zeigen. Das ist jetzt. Voll furchtbar. Strikt meine Linie. Please, just please be quiet. Mama! Mama! Mama, Mama! Help! Ich meine, das ist das, was wir gerade gehört haben. Und da oben ist das nächste. Zwei Fenster müssen wir machen. Und zwar müssen wir erstmal hier auf den Stuhl. Das legt den Stuhl nämlich frei, denn hier kommen wir nämlich nicht rüber, weil hier ist, also wir können hier nicht raufklettern, weil hier überall der ganze Schnee verteilt ist. Deswegen müssen wir den Stuhl hier einmal rüber. Und hier kriegen wir unsere erste Waffe. Ein Brotmesser. So, Mutter, jetzt komm her und ich bringe zu Ende. Cold. So, natürlich können wir es nicht so cold. Oh, voll süß. Ich finde die voll süß, die Stofftiere. Unsere geliebten Teddy treffen wir übrigens nicht hier an. Sondern jetzt... Das ist so übrigens. Man kriegt das nicht zu. Doch. Aber nicht so, wie man es gewohnt ist. So, jetzt müssen wir die Heizung finden. Das happy, ist da hinten please. Das Radio. More happy. Silber. Ach du Scheiße. Ich spiele mit dem Silber rum und da fliegt einfach... Nein, bleib weg. Ey, das war beim ersten Mal nicht. Ich bin beim ersten Mal hier komplett durchgerusht und hier war nichts. Also nicht so eine heftige Scheiße wie jetzt. Schnell. Ich back fest. Oh. Gott. Oh Gott. Scheiße, Leute. Thank you. Fuck.
Ihr könnt das nicht sehen, aber ich habe Gänsehaut ohne Ende gerade. Und ich kenne das Spiel, wie gesagt. Ich habe das nicht nur einmal an dem Tag durchgespielt, sondern viermal. Und habe erstmal ein paar Tage Pause gemacht. Es ist so heftig gerade. Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. So, wir müssen jetzt in den Keller, wie uns die Tür gerade verrät. Gott, fuck, ey, Mann. Ich hoffe, dass er das jetzt auch alles aufnimmt. Nicht wie bei den letzten vier Versuchen. So, jetzt geht's Licht aus. Das ist schon der erste Hinweis, für das, was wir gleich mit dem Keller machen müssen. Gott sei Dank ist jetzt hier so auch nichts. Dann ist er nämlich so untergegangen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Warum es jetzt hier wackelt, weiß ich nicht. Ich will es aber ganz ehrlich gar nicht wissen. Ich gehe jetzt einfach hier durch. Und die Tür schließt. Eigentlich gleich. Also eigentlich schließt die Tür gleich irgendwann. So, das Problem ist, das Licht geht hier aus und da hinten läuft der Ofen nachher amok. Deswegen... Nee, ich muss ja an die Tür zu gehen, genau. So, der läuft jetzt amok. Eigentlich müssen wir das Licht anmachen. Ich versuche einfach mal, dass er jetzt... Wenn er uns nicht sieht, hört er auch auf. Also der kommt auf uns zu und frisst uns dann mal so nebenbei. So, ich werde jetzt mal das Licht da anmachen. Ach, es ist schon wieder an. Sehr gut. So, man schafft es. Und wir krabbeln. Bevor das Licht wieder ausgeht, schaffen wir es hier durch. Oder hier hin. Jo, alles klar. Denn hier ist das Fenster, das wir zumachen müssen. Und da hinten ist das Stofftier. Und das ist ein richtig süßes Stofftier. Das hätte ich gerne selber. Also, wenn man das irgendwo finden sollte, bitte schickt mir direkt einen Link oder den Katalog oder sonst irgendwas zu. Oder häkelt es mir. Ist mir egal. Ich möchte dieses Stofftier haben. Es ist so niedlich. Hallo, kannst du mal an? Nee, es geht ja nicht. Na, mach die Schublade. Mach die Schublade auf. Das ist echt so niedlich. So, erstmal hier als es im Waschpulver war. Tschüss. Weichspüler, tschüss. Na, Weichspüler, tschüss. So, hier muss man echt nah an die Kante. Das Fenster kriegt man sonst nämlich nicht zu, wie man sieht. Yay! Das klappt deutlich besser als beim letzten Mal. Stupid. So, jetzt weiß ich nicht, ob das Licht anbleibt. Oder ausgeht. Wir müssen auf jeden Fall mit dem Hocker darüber. Wäre es ziemlich scheiße, wenn genau jetzt das Licht ausgeht. Unfassbar. Es bleibt an. Eigentlich geht es dann immer, die ganze Zeit geht es eigentlich immer aus. Aus. Und der Ofen kommt wirklich auf einen zugehöppelt und bringt einen um. So, ist das nicht süß? Ist das nicht süß? Ist das nicht süß? Ich finde das so süß. Was kann ich damit machen? Du bist ruhig jetzt hier, ne? Der passiert aber jetzt nichts mehr. Gott sei Dank, jetzt passiert nichts mehr. Das Einzige, was ich ziemlich krass finde, ich hoffe, es taucht diesmal auch wieder auf, ist gleich unter der Kellertreppe. Ich werde es nicht beachten, weil ich nicht weiß, was passiert. Aber ich werde es dann nur kurz erwähnen, wenn ich auf der Höhe bin, weil da konnte ich echt ein Teil... Das war krass. Das kam aber nicht immer. Wie gesagt, ich habe das Spiel viermal gespielt bis jetzt, weil die Aufnahme nicht geglückt ist. Und zwar guckt jetzt mal unter die zwischen den Stufen, wenn ich jetzt gleich in die Ecke rumgehe. Da konnte ich echt... diesmal kommt... Da ist es. Habt ihr gesehen? Habt ihr es gesehen? Ey, heftig. Heftig, heftig, heftig. So, Keller ist durch. Jetzt geht es nach oben. Da ist gerade die Tür unten. Sonst ist hier so ein Babygitter vor. Da kommen wir nicht durch. Erst wenn wir den Keller freigeschaltet haben, quasi. Die Musik ist echt heftig. Also die Musik macht es einen echt nicht einfach. So, hier kommen wir nicht lang. Gemacht habe, ist mich bücken. Weil dieses Baby nämlich auch wieder so Geräusche macht, wo ich denke, what the fuck. Was ich auch immer gemacht habe, ist immer die Tür zu. Hier, ich weiß nicht warum, aber hier habe ich echt die Türen zu gemacht. Beide, die und die da hinten.
Hier ist noch so eine Zeichnung, aber die Zeichnungen sagen uns nicht viel aus. Nicht so wie beim letzten Mal, dass die Zeichnungen halt wirklich einen so ein bisschen gewarnt haben. Ist nicht. Jetzt habe ich hier die Kette. Die ist genau auf der Tischkante liegt. So. Jetzt krabbel ich mal eben rüber. Schönen guten Tag. Das ist kein normales Leiterverhalten. Was war eigentlich? Ich bin hier noch nie rumgelaufen. Geh mal weg hier. Ich will da durch. Und tschüss. Hier weint irgendwas. Dann hier einfach übers Regal. Dann hier rauf. Vor allem, wer stellt seinen Speicher denn schon so zu? So, und hier können wir einfach runtersliden. Ja, ein bisschen. Hey, Süßchen! Oh nein! Nein, es ist rausgefallen. Zeigen. Das ist nämlich der Zufluchtsort der Mutter. Das sieht man ganz gut an den ganzen Flaschen, die hier liegen. Und hier liegt auch das andere Bettzeug. Und hier unten drunter, wie gesagt, haben wir jede Menge Flaschen. Hat der Vater die Mutter geschlagen und sie wurde zur Alkoholikerin? Ich weiß es nicht. Wie verlebt sie hier so ein bisschen? Und man kann daraus schließen, da die Mutter mit dem Kind alleine wohnt im Hauptspiel, dass die Mutter dann irgendwann mal auszieht, weil es ihr reicht. Aber sie immer noch ein Alkoholproblem hat. Keine Ahnung, ob das jetzt an dem Kind liegt. Viele Ehen oder Beziehungen brechen ja daran, weil sie mit der Erziehung eines Kindes nicht zurechtkommen. Andere fängt an zu trinken, der andere schlägt. Ich weiß nicht, was da los ist. Auf jeden Fall finde ich das ziemlich heftig. So häusliche Gewalt und noch Alkoholmissbrauch. Also das sind Dinge, die gehen eigentlich gar nicht. Vor allem, wenn ein zweijähriges Kind dabei ist. Aber das habe ich ja im Hauptspiel alles schon erzählt. Von daher. Noch nur mutmaßen, ob das so ist, aber man kann es darauf schließen, ne? Aber eigentlich ist die Mutter die Böse hier in dem. Und jetzt beeile ich mich ein bisschen, weil hier, ich weiß nicht, warum sterbe ich immer, wenn ich nicht schnell genug bin. Ich weiß nicht, was da hinter einem ist. Auf jeden Fall bin ich hier immer gestorben. So 2, 3 Meter vor der Haustür. Deswegen krabbel ich jetzt hier immer. So, hier ist das Häschen runtergefallen. Wie man auch schön sieht. Boop, Schleife verloren und los ging's. Krabbel mal ein bisschen hier. Hört man? Ich habe auch ein bisschen Hunger gerade. Jetzt, wo du es sagst. Kalt ist mir auch, habe ich ja gerade erwähnt. Das Häschen sitzt da oben, wo die Lampe ist. Hey, also so süß, wie es da so steht. So, ah, nimm mich mit. Ja, mache ich jetzt auch. Oh. Mama. Mama, du siehst scheiße aus.
Also für die Mutter habe ich echt Angst, ne? Also. Mama? It's too much. Was ist zu viel? Häschen! Mama, Häschen! Mama! Häschen! Ja, und das war's dann auch schon für den DLC. Also kleine Vorgeschichte zum Hauptspiel. Ich finde es super. Ich hoffe sehr, dass nochmal sowas in der Art kommt. Oder eventuell ein zweiter Teil oder halt eine andere Geschichte mit einem anderen Kind. Ich finde es gut. Schade, dass ich es halt schon echt jetzt in- und auswendig kannte, obwohl ich mich jetzt noch ein paar Mal erschrocken habe. Aber mehr ist halt nicht. Ne? Also ich habe es viermal aufgenommen, es wäre jetzt das fünfte Mal. Ich hoffe, dass es jetzt diesmal geklappt hat. Ich hoffe, 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 hoffe. Und falls ihr euch fragt, warum ich so aussehe, wir haben Silvester, Leute, und ich muss gleich los. Aber ich habe ein bisschen Zeit gehabt, deswegen wollte ich noch ganz schnell aufnehmen. Und ja, die Credits, die schneide ich jetzt ab, weil die sind genauso lang wie beim ersten Mal. Von daher werde ich sie cutten und euch nicht zeigen. Von daher höre ich jetzt auf zu quatschen und auch auf mit der Aufnahme. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.